Eine richtig schöne Stelle an der alten Festung haben wir hier. Nicht nur optisch richtig schön, sondern auch eine Stelle, wo man immer wieder gut fängt. Also 70-50, auch ein absoluter Klassiker an der alten Festung. Und hier testen wir auch mal, was denn da heute so reingeht. Was probieren wir? Wir nehmen natürlich gerne sowas wie einen Tauwurm. Den werfen wir mal so locker aus. Einfach da vorne so in Richtung der Seerosen. Zack, dann nehmen wir hier den nächsten Köder. Den Käse funktioniert auch immer wieder gut. Den werfen wir auch hier vorne so auf die andere Seite von den Seerosen. Und als drittes, haben wir den Käse. Und als zweites nehmen wir vielleicht mal weniger eine Kartoffel, sondern sowas wie einen Honigteig. Auch das ja immer wieder gut, gerade wenn man auf so Schleien und so aus ist, kann man doch auch die ganzen Teige gut probieren und testen. Und dann testet man, man wirft erstmal natürlich aus, so wie immer, und probiert erstmal, was geht an dem Spot. Auf welchen dieser Köder geht was? Wenn auf keinen dieser Köder was geht, wechseln wir einfach die Köder. Wir haben drei Möglichkeiten, drei Routen haben wir draußen. Wir machen alle Routen gleich sozusagen. Gleicher Haken, gleiche Schnur, gleiches Vorfach. Legen die Routen aus mit verschiedenen Ködern und testen die Köder so lange durch, bis wir einen Köder haben, der funktioniert. Und wenn wir dann den Köder haben, der funktioniert und wir haben hier vielleicht an der Stelle dann die Schleie, dann raus damit. Köder ausweiten auf alle drei Routen, Schleienfutter anfertigen, Schleienfutter spezialisieren auf diesen Köder auch noch und ab geht es. Man kann natürlich an diesem Gewässer oder auch an dieser Stelle mit gänzlich anderem Setup noch sich hinstellen, beziehungsweise deutlich kleiner. Man kann auch hier auf Kaulbarsch zum Beispiel gehen. Auch das funktioniert. Oder wenn man dann nicht hier steht, geht man vielleicht eine kleine Ecke weiter und geht hier hin. Oder wenn man auch hier steht, quasi ja fast an diesem 6-Meter-Loch, kann man auch hier mal reinwerfen, gerade nachts in Richtung Brasse. Brasse funktioniert ja dann auch immer wieder gut. Da gibt es schon ganz viele Videos zu. Ich verlinke da auch nochmal eins, wo dann sämtliche Brassenspots auch nochmal erklärt werden oder ganz viele Brassenspots. Auch das ist ein ganz wichtiges Video, wenn du Lust hast, irgendwann auf Brassenangeln zu gehen. Also, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, hier diese Stelle zu nutzen. Natürlich auch mit dem Spinning auf Barsch und auf Hecht kann man es probieren. Auch hier mal ganz andere Köder, sowas wie Insektenköder mal reinschmeißen. Denn auch hier können dann ab und zu mal Döbel reingehen. Jetzt zuppelt es da vorne gerade das erste Mal auf den Honigteig. Ich weite das hier auch nochmal aus. Werfe hier den Honigteig auch nochmal nach da vorne so ein bisschen mehr. Neben das Schilf, jawohl. Gucken wir mal, ob da gleich was reingeht. Ja, Honigteig, Teige im Allgemeinen, auch fürs Brassenangeln braucht man natürlich den gewissen Skill. Heißt also, bevor man an die Festung geht, hat man im Idealfall Köderbeschaffung geskillt und die Futtermische geskillt. Ab der Festung wird es langsam wichtig, dass man nicht nur, so wie ich jetzt hier gerade, ohne Futtermische angelt, sondern wenn man richtig erfolgreich sein will, muss man hier Futtermische reinballern. Und zwar die Futtermische abgestimmt auf den Fisch, beziehungsweise abgestimmt dann auch für den Köder. Würde jetzt bedeuten, würde hier auf Honigteig etwas funktionieren, würde die Schleie hier reingehen, würden wir in die Schleienfuttermische eine Honigkomponente mit reinmachen, Honigfeedpellets oder sowas in der Art. Wir nehmen vielleicht noch irgendwelche süßlichen Komponenten mit rein, damit das dann funktioniert. Wenn wir jetzt hier natürlich die Rotaugen kriegen, dann kann man immer noch sagen, okay, ich kombiniere jetzt hier das Ganze lieber mit der Rotaugenmische. Es gibt ja Standard Rotaugenfuttermische, dass man da dann nochmal was reinmischt. Wobei Rotaugen sind jetzt nicht so effektiv. Da gibt es dann doch andere Gewässer oder andere Spots, wo man die vielleicht einfacher fängt. Da muss man dann nicht extra für an die alte Festung. Auch hier zählt es natürlich wie an allen anderen Spots. Wir können hier natürlich auch sämtliche Standardköder verwenden. Sowas wie zum Beispiel den Mistwurm. Das wäre so ein Köder, den ich auf jeden Fall
blind immer wieder auch testen würde. Gerade auch nachts können auf dem Mistwurm auch Aale reinsteigen. Das heißt, man hat damit wirklich einen guten Allround-Köder, wo viele Fische drauf gehen. Und wenn man merkt, okay, die ballern jetzt hier auf Mistwurm, auch dann wieder optimieren, Futtermische reinschmeißen. Das ist halt immer wichtig. Das heißt, wenn wir hier starten, am Gewässer mit der Futtermische müssen wir Angelfutter, ich sag mal, mindestens hier bis zur Stufe 3 herstellen können, damit wir hier Anisöl mit drin haben und die Erbsen sozusagen als Zutat, beziehungsweise hier Keks gemahlen, wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Also so ein paar Komponenten wären schon ganz wichtig. Auch natürlich dann fürs Brassenangeln bis Stufe 3 braucht man das. Und fürs Brassenangeln später braucht man dann auch hier bis zum Knoblauchteig. Also so weit muss man dann auch noch geskillt haben. Alles andere ist dann Level 16. Ab Level 16 geht es dann hier weiter mit Käse, Quarkteig und so. Oder Erbsenbrei, das kann man dann später machen. Das geht dann halt erst am Koori. Da kann man sich so die Käsewürfel kaufen. Wie gesagt, das ist dann halt für später gedacht. Ihr seht jetzt hier gerade auf dem Mistwurm der gute Allround-Köder. Er ballert auch direkt wieder rein. So soll das sein. Kann man machen. Ja, also einer der Top-Spots, wenn ihr es halt wie gesagt so noch nicht erkannt habt hier. Wie gesagt, an der Stelle einfach hier über die, an der Festung kurz raus. In dieser Ecke immer wieder eine gute Stelle. Immer wieder funktioniert halt immer wieder für Schuppenkarpfen. Funktioniert für Schleien. Amure gehen hier rein. Da haben wir schon wieder den nächsten kleinen Schuppi. Also auch hier kann man sehr, sehr viel gute Brocken rausziehen. Und auch hier muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen mit dem oder wie man hier steht. Wenn euer Setup noch nicht ganz so gut ist, entweder versuchen, dass die Fische nach da hinten in die Ecke abhauen. Das heißt, die Ruten vielleicht eher sogar noch von hier aus oder so reinwerfen. Das kann man halt auch machen. Und oder halt ein vernünftiges Setup nehmen, was ein bisschen mehr hält. Denn das Schlimmste ist halt, wenn die nach da oben hin abhauen, dann müsst ihr halt direkt hinterher rennen. Es ist halt echt immer wieder das Gleiche. An der alten Festung lernt man rennen. Da kommt man halt in den großen, oder man hat ein kleines Setup und es beißt halt ein großer Brocken dran und dann rennt man irgendwann dem Fisch hinterher. Ich meine, das Schöne ist, das Gewässer ist rund. Stellt euch am besten immer außen auf, egal an welchem Spot. Und dem inneren Bereich, das macht man dann irgendwann später. Denn von dem inneren Bereich kommt man irgendwie schlecht weg. Wenn man nicht so viel Schnur drauf hat und der haut mal hier hinter die Insel ab, dann wird man schnell leer gezogen. Ist halt schwierig. Außen kann man halt immer schön rumrennen, macht das Ganze deutlich entspannter. Also, einer der wichtigsten Spots. Köder nach wie vor dieselben wie auch an den anderen Spots. Wie gesagt, Käse immer ein Must-Have, sowas wie Honigteig richtig gut. Mistwurm, Regenwurm natürlich, Made kann man natürlich super testen. Kartoffel und das Kohlblatt geht natürlich auch. Und dann im späteren Verlauf natürlich auch hier mit Boilies in verschiedensten Variationen. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.